Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast, wo wir immer noch auf der Flucht vor dem Dock sind. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ach, hier bin ich jetzt in dieser Gasse. So, ich glaube, noch hat er mich nicht, oder? Hat er mich schon? Hat er mich schon gesehen? Ich glaube nicht, denn ich habe die Zeit genutzt übrigens und hab mal... Ich bin so blöd manchmal. Wo ist er? Ich hab ganz die Gefangenen vergessen. Geh weg, geh weg. Nein, du guckst hier nicht. Nein! Der guckt unter die Betten. Drecksack. Ich dachte, der guckt nur, wenn man auf der Flucht ist und der sieht ein, wie man sich ja darunter verkriecht. Okay, der Doktor ist gleich weg. So. Da ist er auch nicht, ne? Halt die Schnauze, hör auf zu brüllen, hör auf zu brüllen, hör auf zu brüllen. Wo bin ich hier? Kommt der? Findet er mich? Findet er mich? Findet er mich? Hua! Findet mich sehr schnell, sehr schnell. Nein! Pam! Tür vor der Nase zu und weg. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Scheiße, ich war noch richtig. Da läuft er nun mit seinem Lederarsch. Boah, ich hasse den Doktor. Ich hasse ihn so sehr. Zumindest wissen wir jetzt, wo es weitergeht. Und das Blöde ist, ich dachte echt, man kann das Ding nicht verschieben irgendwie, weil das so nah an der Wand war. Deswegen bin ich davon ausgegangen, man kann es nicht verschieben. Und wir hatten ja noch so ein Ding vorne rechts. Die Frage ist, schleicht er sich jetzt da vorne rum oder jetzt auch hier? Weil wenn er sich da vorne rumschleicht, wäre das natürlich blöd. Ich latsch mal einfach hin. Toll, hier sieht man natürlich genau gar nichts. Der hat Spaß auf jeden Fall. Nein! Nein, jetzt geh raus, Alter! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Geh weg, geh weg, geh weg! Komm schon, geh weg, geh weg! Nein! Alter, zumachen, du... Ah, der Vollhonk! Okay, jetzt kommen wir aber da rein. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Da geht's... Ah, haha. Da geht's nicht lang. Huah. Alter.
Alter, ich hasse diesen Doktor so sehr. Boah. Das Doofe ist, wir können ja nicht mal richtig popeln mehr. Wir haben ja keine Finger mehr. Mit dem Schreiben sieht's auch doof aus. Wie kann er überhaupt die Notizen noch schreiben, frage ich mich. Hallo? Eine Akte. Was haben wir denn da? Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Play Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in der Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna, von dem man bestimmt nie wieder was gehört hat. Das war wahrscheinlich ein sehr endgültiges Kündigungsschreiben vom lieben David. Wir sind doch jetzt nicht wieder zurück im... Nee, das ist was anderes hier. Hier sind die Betten noch leer, hier ist noch Platz. Haben wir hier irgendwo eine Batterie rumfliegen? Nee, ne? Batterie. Keine Batterie. Und da kommen wir natürlich auch nicht durch. Hallo? Da ist eine Sackgasse. Da hat's doch gebummert gerade. Ich habe gerade den Schlüssel zum Fahrstuhl gesehen übrigens. Was? They clean. Lalalala. Ich höre hier irgendein Gebummer irgendwo. So, drücke um den Aufschirm. Okay, Frage, wo muss ich hin? Hier ist doch überall Sackgasse. Oh oh. Holy shit. Ich bin nicht da. Nein, ich bin nicht da. Tür. Okay. Mein übliches Versteck hier hinten. Der findet mich nie. Oh oh. Okay. Ich dachte immer, wir können die Dinger nicht verschieben, weil die direkt an der Wand stehen oder zugestellt sind, aber das war offenbar ein Fehler. Nicht so laut! Ich bin mal so frei. Ach, hier sind wir wieder beim Fahrstuhl. Ach so. Da oben sind wir durchgegangen, um da rüben. Ach, hier sind wir jetzt. Okay.
Gut, Fahrschulschlüssel haben wir. Und dann nichts wie weg. I'm not giving up on you. Nein! Nein, 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 nein! Alter! Lass mich! Alter! Der hat die Schere nicht mehr, aber ich bin doch nicht blöd, ich geh doch da jetzt nicht hin! Alter, ich geh da nicht hin! Der ist nicht tot, ich weiß es genau. Sobald wir da hingehen, bäumt er sich auf. Der ist doch nur eingeklemmt, der kommt gleich wieder raus, dem geht's gut. Hallo? 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 Schicke Glatze übrigens, ich glaube, er ist tot. Und die Haare müssen so eklig fettig sein, dass sie nach oben kleben an seinem Kopf. Die hängen gar nicht runter, die kleben an seinem Kopf nach oben. Die Frage ist nur, ah, das ist die Antwort. Oh. Die Locke hängt heute ein bisschen so. Hallo? Hä? Ich will nicht auf den Hintern springen. Der federt das Ganze natürlich gut ab, aber... Damn. Eine Notiz. Schritt 1. Drücken. Wen soll ich denn drücken? Soll ich hier reindrücken? Oh, ich will... Ach, nee, das will ich nicht. Schritt 1 drücken? Da war ein Treppenhaus. Ach, ich wollte gerade sagen, da ist ein Fenster, da können wir bestimmt raus in die Freiheit, aber die sind natürlich alle vergittert. Schritt 1 drücken. Die Frage ist nur, was drücken und wo sind wir hier? Sind wir hier auf der Zwischenetage? Wir gehen natürlich gleich die Treppen runter. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob wir nicht irgendwo durchkommen können. Und hier nur sowieso nicht. Okay. Wir könnten mal wieder Batterien gebrauchen. So, ich glaube, wir müssen bestimmt nach unten, um nach draußen zu kommen. Oder wir müssen nach oben, damit wir noch nicht nach draußen kommen. Das kann natürlich auch sein. Der Doktor ist schon mal tot. Das ist ja schon mal viel wert. Aber wir wissen ja noch nicht so richtig, was hier los ist und wie wir überhaupt wieder rauskommen. Das wissen wir natürlich auch noch nicht. Boah, und das Pisswetter da draußen. Huch, hallo? Hä? Da. Eine Batterie. Sehr gut. So. Aha, Terminator 2. Ach was, da steht Patrick Stewart. Ich weiß es genau. Die lügen. Okay. Verbraten wir ein paar Batterien. Hallo? Alter, es ist ja schon wieder 2 Minuten ruhig. Das heißt... Nichts Gutes. Hallo? Und der Raum ist viel zu groß. Der Raum ist viel zu groß. Der Raum ist viel zu groß. Ich hoffe, jetzt kommt nicht der Fette mit den Ketten. Der auch noch nicht tot ist übrigens. Der ist ja immer noch relativ aktiv. Da kommt man nicht rein. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Finde draußen Vater Martin. Die Frage ist nur, wie kommen wir nach draußen? Warum schlägt er hier nicht eine Scheibe ein und klettert durch, mit Vater Martin gemeinsam nach draußen zu laufen? Es wäre so einfach. Und das hier vorne? Das ist doch der Weg nach draußen. Das ist doch da, wo wir mit dem Rollstuhl saßen. Genau da, wo der Doktor uns abgeführt hat, sozusagen.
Das heißt, Vater Martin ist draußen und wir hängen jetzt hier rum. Ach Mann, ey, und ich wette, wir müssen den Mega-Umweg nehmen und es wird noch ewig dauern, bis wir draußen sind. Und es ist wieder dunkel. Endlich sind wir dem wahnsinnigen Doktor entkommen. Ein wenig verpeilt, aber in der Aufregung kann das mal passieren. Jetzt ist nur noch der Priester übrig. Der Fette mit den Ketten ist auch noch da. Und wer ist eigentlich Wallrider und wann werden wir das rausfinden? Wie weit müssen wir noch durch dieses Irrenhaus? Alter, ey. Ich glaube, wenn das Spiel vorbei ist, dann dreht man irgendwie selber durch. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.